Das steht ja schon wieder hier. Ja, warum steht das wieder hier? Wie man sieht, habe ich da ja so ein Päckchen hinten auf dem Gepäckträger. Ist jetzt nicht so professionell befestigt. Ist da auch das drin, was da drauf steht? Ja. Krass. Also der Punkt war, ich habe ja auf den Kersten gehört. Der Kersten hat gesagt, mach nur vorne Stahlflexbremsleitung, hinten brauchst du es nicht. Ich habe es jetzt aber vom Fahren eher als unangenehm empfunden, weil ich auch gerne mal so im Gelände hinten so ein bisschen rutschen lasse. Ja, aber das geht, also ich finde, das geht hinten mit den Originalen eigentlich besser, weil das ist nicht so knackig. Ja, so drauftreten und zu, weißt du, das ist so, genau, mag ich nicht so. Ich hätte das gern so, weil ich bin ja früher auch mal KTM gefahren, da ist man das ein bisschen schärfer gewohnt. Und dann hatten die bei Melvin so eine Sonderrabattaktion, also wir haben das nicht geschenkt bekommen, sondern ich habe das bezahlt. Aber ich habe Melvin halt mal, also habe denen eine kleine E-Mail geschrieben, weil ich auch nicht mehr wusste, jetzt irgendwie, welche Farbe hatte ich denn genau vorne. Das war noch so ein bisschen... Ja, das ist auch kaum zu erkennen, ne, dass das... Ja, das war, also ich war ja nicht am Motorrad und wusste jetzt nicht, ob das irgendwie schwarz klar oder schwarz komplett ist und keine Ahnung was. Ja, das ist also auf jeden Fall schon mal ein Schutzschlauch. Nee, das ist ja die Hülle. Genau. Aber hier das halt, ne, da wusste ich jetzt nicht, ist das jetzt schwarz transparent oder schwarz komplett. Das ist Rauch. Rauch, genau, ja. Gunmetal. Gunmetal. Nee, und dann habe ich geschrieben... Oder durchsichtig schwarz. Durchsichtig schwarz. Ja, das ist ja transparent schwarz. Ne? Also ich wusste nicht mehr genau, was hatte ich gekauft. Wir hatten das damals über Amazon gekauft. Das ist momentan nicht mehr im Sortiment quasi. Und dann habe ich die angeschrieben und habe denen halt auch gerade geschrieben, hier, wir machen immer mal so ein paar schicke Videos und so. Und wir wollen mal zeigen, was so geht. Also gerade so mit dem Stahlflex. Weil das Wechseln, das haben wir jetzt wahrscheinlich schnell gemacht. Aber Melvin hat dann gesagt, ja, coole Sache, wir schicken euch mal da so ein bisschen was mit. Ich habe halt mal gefragt, ob wir so ein bisschen die Farben kriegen können und Fittings und sowas. Und das seht ihr dann gleich. Wir fangen halt jetzt erstmal an und zeigen euch jetzt erstmal den Wechsel der Bremsleitung an sich. Und dann erzählen wir noch ein bisschen was dazu. Warum Melvin ist die andere Frage. Gibt ja auch noch ein paar schöne andere Firmen. Wir haben uns für Melvin entschieden, einmal... sind sie relativ günstig im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten und ist richtig made in Germany. Und das ist halt geil, das wollen wir ein bisschen unterstützen. Und die andere Sache ist halt, ich war beim TÜV und der TÜV-Mann findet die Firma halt auch geil, weil einfach die Qualität passt. Und das ist dann schon mal so ein Zeugnis dafür, dass das halt wirklich was taugt. Weil wenn ich zum TÜV fahre und der sagt, ach Melvin, ja, zeig nochmal die AWE und fertig. Das ist eigentlich schon eine geile Aussage und er macht es jetzt wahrscheinlich schon tagtäglich, dass er mal sowas in die Finger kriegt. Für uns dann halt ein deutlicher Qualitätsbeweis. Jetzt fangen wir mal an, pumpen die Kiste mal ein bisschen hoch, so arbeiterfreundlich und wechseln dann erstmal die Bremsleitung. Du hast scheiße geparkt. Warum parkst du unter der Lampe? Ja, als ich... Schattenparker. Würde ich sagen, nehme ich mal die Kamera und dann lassen wir den Kersten mal schrauben. Nein! Warum muss ich eigentlich mal an dem scheiß Bock schrauben? Ne? Ja, ich erinnere mich dran, dass ich die Bremsleitung vorne gemacht habe und die Leute wollen ja auch mal sehen... Nee, ich hab die Kette gemacht. Ja, aber Kette ist ja keine Bremsleitung. Ich habe auch die Schwinge gemacht bei der Kette. Schwinge ist ja auch in dem Sinn keine Bremsleitung. Ich habe hier so ziemlich vieles gemacht. Ich habe sogar, deinen Dekompressionsmechanismus überprüft, ohne dich. Stimmt. Also eigentlich hast du ja noch ein bisschen was zu machen. So, jetzt haben wir gerade mal hier die Kameraposition gewechselt. Du hast es wieder mal geschafft. Ja, aber ich will mir ja nicht meine... Fingerchen dreckig machen. Hier ist das, was ich bestellt habe. Dieser schöne Kit von Melvin, auch in der gleichen Farbe wie vorne. Da danke nochmal an den super Support von der Firma Melvin. Also kommunikativ, so per E-Mail und hin und her, echt geil. Und hier seht ihr mal,
was so geht. Da machen wir euch auch nochmal irgendwie so ein zweites Video von, also ein separates Video, ohne dass wir irgendwas schrauben. Das sieht ja schon krass scheiße aus. Gell? Ja, es gibt halt manche Farben, die sind ein bisschen besser, manche nicht. Hier sieht man das zum Beispiel mal so in Roh, ohne Umwandlung, dass man das sehen kann hier. Also es gibt halt ja viele Variationen, auch hier von den Fittings gibt es verschiedene Farben. Also schon eine geile Sache. Weiß aber wahrscheinlich jeder schon so ein bisschen, der sich so für Stahlflex interessiert, wird ja wirklich von jedem Hersteller auch so angeboten, dass ihr euch halt Farben und Fittings und sowas alles aussuchen könnt und variieren könnt. Aber hier habt ihr es ja nochmal gesehen. Wir haben das ziemlich schlicht gehalten, weil das Ding ist ja jetzt eh nicht so putzig für die Eisdiele irgendwie, sondern das soll fahren, das soll Spaß machen. Und halt richtig gut laufen. Und das ist eigentlich unser Hauptziel. Apropos richtig gut laufen, wir haben ja hier noch unseren schönen Mikuni-Vergaser. Guckt mal bei uns in den Kanal, da könnt ihr die Story so ein bisschen mitverfolgen. Ja, man kann sagen, das lohnt sich schon so ein bisschen. Ne? Aber jetzt kommen wir mal dazu zum Schrauben, weil ich würde irgendwann nochmal nach Hause fahren heute. Ach so. Ja, und da muss jetzt hier dieses so, Stück... Das liegt jetzt quasi in meiner Hand. Ja. Gut, ich könnte auch schrauben, ja, aber wie gesagt, halt die Fingerchen... Das letzte Mal lag es in Petros Hand, ne? Ja, da hat es ein kleines Problem mit dem Wasser. Ja, da haben wir eigentlich ja so ein bisschen geschickt die Zeit... totgeschraubt. Totgelabert und so und... Das war eigentlich ganz gut. Wir machen mal eine kurze Unterbrechung, weil der Kersten muss jetzt erstmal das passende Werkzeug eruieren. Also man, inspizieren. Genau, man sieht, er ist voll bei der Arbeit. Normalerweise ist so eine... Brauchst du ja nur da abschrauben. Genau, vorne abschrauben, dann läuft ein bisschen die Suppe raus. Also das Ding ist eigentlich in einer Minute gewechselt. Nur wir wollen euch ja einfach auch bisschen was zeigen. Die Voraussetzung ist, deine Schrauben vom Behälter gehen auf. Aber das hatten wir schon. Die hatten wir schon. Ja, da haben wir noch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Wenn ihr das sehen wollt, schaut auch mal bei uns auf den Kanal. Da haben wir das schon gemacht. Also Bremsflüssigkeit haben wir schon erneuert. Quasi geht's nochmal. Genau, wir machen das heute auch nicht wie nach Kerstens Art. Der würde nämlich jetzt die Bremsflüssigkeit auffangen und wiederverwerten. Mache ich jetzt aus. Also. Aus Sicherheitsaspekten mache ich das nicht. Vielleicht würde ich das tun. Genau. Ich gucke jetzt mal in der Zeit, ob wir auch noch Bremsflüssigkeit haben. So, in der Zeit, wo Kersten sucht, nochmal so ein kleiner Tipp auf unser Programm. Wir werden euch noch zeigen, wie man den Vergaser richtig abstimmt. Den haben wir neu, der ist jetzt grundabgestimmt. Seht ihr auch auf unserem Kanal. Schaut mal in die Playlist von der KLX. Dann werden wir auch mit dem CO-Tester, da werden wir hier so einen Krümmer mal umbauen, damit wir hier unsere Lambda-Sonde haben und dann richtig mit dem CO-Tester Fahrtest machen können. Da werden wir euch dann zeigen, wie sich das verhält mit dem Vergaser in Kombination mit dem Serienauspuff und mit dem Sportauspuff, was sich dann da so vom Gemisch einfach verändert. Dann werden wir euch auch noch mal zeigen, wie man so einen Sportentschalldämpfer neu stopft mit Linkswolle, Auspuffwolle, wenn das ihr mal sein muss. Könnt uns auch auf Instagram abonnieren. Genau, da könnt ihr auch. Da immer die Neuigkeiten, bevor das Video drauf genau, ist. Genau, alle News. Da machen wir auch mal ein paar schicke Fotos rein. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wäre cool, wenn ihr uns da mal abonnieren würdet. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein Gewinnspiel. Ja, dann laden wir mal einen hier nach Hessen zu einem Eis oder so. Sollen wir mal gucken. So, jetzt geht's hier schon los. Genau, ja. Wir haben hier einen Runkel. Also jetzt hat der Kersten das verraten. Normalerweise wollten wir eigentlich unseren Standort geheim halten. Das ist ja auch nicht unser Standort, das ist der Standort unserer Eisdiele. Ja. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn man. So ein Behältnis hätte, ja. Ich hatte echt damit gerechnet, dass du daran denkst, weil du dich ja immer aufregst, wenn ich hier so eine Sauerei veranstalte. Aber wenn ich jetzt das aufschraube, dann läuft's. So ein kleines Becherchen oder so.
Ja, also am besten haltet ihr irgendwie was drunter. Ich mache das mal hier. Nein, ihr lasst das schön über den Reifen laufen. Das erhöht den Grip. Mhm, das macht ja. Das Gummi weich. Gut, es bringt halt nichts, wenn es nur an einer Stelle Grip hat. Ja. Ja, okay. Das meiste habe ich aufgefangen. Jetzt weißt du auch, warum die von Melvin so 3 Dosen Bremsreiniger mitgeliefert haben. Weil du mischst jetzt deine Bremsscheibe so ungefähr von da bis da eingesaut ist. Ja, aber das war ja eigentlich so ein Goodie, das ist nicht im Lieferumfang. Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich die Dose auch daheim vergessen. Das ist schlecht. So, vorne probieren wir das Gleiche, auch da. Wer war denn da das letzte Mal dran? Ach, fest kommt ab. Ja, ich wollte ja auch jetzt nicht dein. Gib mir mal her, das Ding. Was mal so klein. Bremszylinder da so vom Moped rein. Wie geht denn? Ich habe Bremsflüssigkeit an der Flosse. Ja, und jetzt? Wer soll denn jetzt filmen? Weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht vorher Handschuhe anziehen sollen. Warum hältst du mir das eigentlich so? Weil es cool aussieht. Direkt in die Fresse. Hör auf damit. Mag das nicht. Also Leute, wenn ihr sowas macht, Handschuhe anziehen, weil Bremsflüssigkeit ist auch nicht so besonders toll an den Fingern. Nee, das ist in der Tat nicht. Ja, der Profi. Mit dem beherzten der Pullover. Bums wieder heim. Ja. Profi. Ich hätte jetzt gelacht, wenn das hier oben abgerissen wäre mit diesem Knack. Na gut, gelacht jetzt, hätte ich nicht. Kerstin soll recht behalten, jetzt läuft sie nämlich hier hinten, weil vorne einfach jetzt Luft reinzieht. Und dann läuft hinten dann nochmal so ein bisschen raus. Und das Schöne ist, dass der Kerstin jetzt auf geschickte Art und Weise die Kamera an sich gerissen hat. Und die Position gewechselt hat. Mhm. Aber es hat noch einen anderen Grund. Welchen? Hohlschrauben haben wir keine, gell? 9. Nee. Nee, wir haben nur die Fittings hier. Weil irgendwie geht da hinten die nicht aus dem Banjo raus. Okay. Ist das Banjo ein bisschen eingedrückt. Vorne die geht, aber hinten die. Ich weiß auch nicht, warum das hier rumliegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Lappen war für die Finger. Oder ob das irgendjemand einfach vergessen hat. Der Banjo geht raus. Ah, ist raus. Oh, krass. Die Frage wäre, was ist das für eine Ablagerung? Wir nennen es mal Dreck. Nicht unbedingt hingehört. Jetzt machen wir gleich noch ein bisschen sauber, damit das ordentlich aussieht. So. Dann kann man hier erstmal das Banjo raus. So, das war im Prinzip die alte. Kann ich das als Handtuch benutzen oder nicht? Naja, wie gesagt, das ist jetzt sowieso gelaufen. Ja, also wenn es jemand vergessen hat, dann irgendein Audi-Fan. Ist halt Pech. Ja, irgendein Audi-Fan. So, jetzt haben wir hier das Neue. Das kommt mir irgendwie kurz vor. Also kürzer wie das Original. Der wir täuscht gucken, das. Hier steht herzlichen Glückwunsch. Nee, ich glaube, das täuscht. Ja, das doch. Das täuscht, ja. Das ist nämlich hier. Ah, ja. Oh, ja. Genauso, wobei das dann am Fahrzeug so muss. Genau. Ja, damit der TÜV-Prüfer auch schön die ABE lesen genau, kann. Genau, das haben die auch geschickt so gemacht, dass der sich nicht hier verdrehen muss, sondern dass er dann direkt sieht, was der Sache ist. Man kann das ja hier jetzt schon mal so durchführen. So, dann nehmen wir auch gleich wieder dieses formschöne Handbuch. Mhm. Also im Lieferumfang sind dann natürlich auch die Fittings enthalten und die. Nicht die Fittings, die neuen. Ja, die Dichtringe meine ich. Ja. Und Dichtringe. Was sehr löblich ist. Löblich. Löblich, ja. Ich gucke, was man kann. Ein schicker neuer Sticker.
Ja, ich hatte ja schon mal das Gewinnspiel angesprochen. Wer jetzt zum Beispiel so einen schönen Melvin-Aufkleber gewinnen möchte, schreibt uns einfach mal. Und der Erste, der sagt, will ich haben, der kriegt einen geschickt. Ja. Was? Ja. Das machen wir. Also, der Erste in den Kommentaren, der schreibt, ich will den Melvin-Aufkleber. Ich habe eure Sendung verfolgt und habe das jetzt rausgehört, dass wir eine Verlosung machen. Der kriegt den hier von uns geschickt. Per Briefpost. Per Briefpost, ja. Also schreibt uns in die Kommentare und dann kontaktieren wir euch. Wir müssen ja dann natürlich noch die Adresse haben. Und hier ist jetzt. Gut, die braucht ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben. Nee, nicht in die Kommentare schreiben. Wir kontaktieren euch und machen das dann im Geheimen. Was der Zuschauer jetzt nicht mitgekriegt hat, ist, dass wir den Dichtring operativ entfernen mussten. Genau, also der ging ja nicht ab, weil der einfach festgebacken war, weil wahrscheinlich das Ding noch nie irgendwie neu gemacht wurde. Ja, wieso auch? Ja, ist ein Argument. Wolltest du nicht eigentlich mal was zu Bremsleitungen erzählen? Und zu festen Bremsen und so. In diesem Zusammenhang. Ja, wollte ich noch mal erzählen. Soll ich das jetzt erzählen, oder? Bleib gespannt. Wer erzählt dazu was? Genau. Also es gibt häufig immer das Problem mit Bremsen, die sich nicht lösen. Und das hat eigentlich, wir arbeiten ja... Willst du es wirklich erzählen? Hä? Willst du es jetzt wirklich erzählen? Nee. Ich erzähle es jetzt nicht, sondern ich mache jetzt Werbung, damit die Leute... Ja? Genau. Also wenn ihr, wir machen mal so einen Beitrag, was so die Fehler an der Bremsanlage sein können. Es gibt manchmal Bremsen, die fest sind, die sich nicht mehr lösen. Und wir machen euch demnächst einfach mal so einen kleinen, ja, so einen Motorcast, wo wir speziell mal auf diese ganzen Geschichten eingehen. Ist nämlich im Prinzip gar nicht so schwer, aber man muss es halt wissen. Wir wissen es halt, weil wir so mitunter uns tagtäglich mit Oldtimern rumquälen müssen. Da kommt das halt ganz häufig vor, auch noch britische. Da kommt das noch mal häufiger vor. Und mit den Leuten, die das nicht verstehen, warum das immer noch nicht funktioniert, obwohl man Tausende von Euro da reingesteckt hat und eigentlich alles neu ist. Ne? Ja, und das Fatale ist halt, bei uns rufen auch Werkstätten an, die eigentlich mehr Werkstatterfahrung haben, wie ich Lebensjahre oder wie wir Lebensjahre. Und dem man das dann immer noch erklären muss oder den Tipp geben muss, guck doch mal da. Und deswegen machen wir euch jetzt demnächst mal so ein kleines Bremsen-Special. Findet ihr dann auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und ihr werdet euch wundern, wie simpel das ist und was halt alles so passieren kann mit einer Bremsanlage im Prinzip. Ja, jetzt hier erstmal weiter. Ich werde jetzt hier nochmal dieses Fitting ein bisschen sauber machen, weil da sitzt echt irgendwie Dreck aus Jahrzehnten drin. Die sind auch gleich, vertauschen kann ich die nicht. Mache ich gerade mal ein bisschen mit der Drahtbürste sauber, bevor wir die dann auch wieder einbauen hier. Ja, ich überlege auch immer noch meinen Umstieg von der Enduro. Das ist deine Meinung zu Audi? Das ist meine Meinung zu Audi, genau. Okay, meine ist momentan auch nicht viel besser. Das seht ihr übrigens auch bei uns im Kanal. Es gibt auch eine Playlist vom Audi, wo der Kersten Tag ein, Tag aus wirklich Spaß mit dem Audi hat. Ja, ich meine, gut, momentan läuft er ja. So, dann muss man das Ganze so legen, dass es hier auch nicht so quetscht und so. Und da immer noch eine Gängigkeit vorhanden ist. Dann auch beim Festschrauben wieder beachten. Na, fest kommt ab. Ja, dann war es das fast schon. Jetzt muss nur wieder die Luft da raus. Genau, da werden wir jetzt unsere schöne Vakuumpumpe nehmen. Ein Original-China-Produkt, wo wir uns schon sehr gewundert haben, dass das doch sehr gut funktioniert, ne? Ja, also teuer war es nicht.
Wir stellen euch auch den Link nochmal in die Beschreibung. Und tut ungefähr genau dasselbe wie ein Markenprodukt, was dreimal so teuer ist. Ja, genau. Hier muss man ehrlich sagen. Das war das. Da haben wir ja nicht. Wie hatten wir das im letzten Mal? Da hat stehen ab hier, ne? Ja. Und da man ja nicht an einer Tour die Bremsen entlüftet, hätte das wahrscheinlich ein Leben lang. Genau, also wir waren ja schon mal zu dem Fazit gekommen, dass es jetzt vielleicht für eine Motorradwerkstatt wird es nicht so toll sein, weil da die Qualität einfach nicht ausreicht. Aber für den Home-Schrauber, allemal, also für das paar Mal Bremsen entlüften oder Kupplung entlüften oder sowas, was man halt mal macht, da geht das nicht ja. mehr. Vor allen Dingen kannst du halt auch Vergaser mittesten, ne, ob die Unterdruckdosen noch funktionieren und so Geschichten. Ja. So, jetzt geht der immer. Wir haben jetzt noch. Ja, ich meine. Sollst ja auch keine Systemprüfung machen, sondern halt einfach den Nibbel da aufmachen und dann zupft dir schon die Bremsflüssigkeit da raus, wenn du schnell genug zupfst. Jetzt. Ah. So, da kann man sich hier Vakuum draufgeben. So, so zum Thema Systemprüfung, ne? Da hatte ich ja beim letzten TÜV mit der Domi so ein Ereignis. Okay. Ja, wollte doch auch so machen. Ja. Und irgendwie funktionierte das nicht, weil das System gesagt hat, dass irgendwo eine Systemundichtigkeit. So ein LK ist jetzt natürlich noch nicht geholt, ne? Damit nein, natürlich nicht. Schade. Ja, dann musste der halt auch diese Systemprüfung machen, quasi da so den Schlauch irgendwie so zumachen und dann sagt das System halt eine Dreiviertelstunde lang, dass das irgendwie undicht ist. Okay. Ja, im Endeffekt hat er dann den Rechner neu gestartet und da war es nicht mehr undicht. Okay. Dachte ich auch so, okay. Ne? Ja, kann man so machen, ne? Genau. Jetzt sieht man natürlich, ja, man. Jetzt hat natürlich der Kameramann da nicht so schnell drauf gehalten. Man sieht, dass das Vakuum halt ziemlich schnell hier die Brühe durchzieht. Ja, ich drehe das mal hier nochmal ein bisschen auf. Und dann sieht man jetzt hier. Jetzt passiert natürlich nicht mehr so viel irgendwie. Jetzt wieder. Ja, man sieht schon, da passiert. Genau. Passiert was. Also ihr solltet darauf achten, dass da auch immer genug Flüssigkeit drin ist. Genau. Weil sonst zupft euch da halt gerade die Luft wieder rein. Ja, und das wollen wir nicht haben. Man kann das natürlich auch, wenn man das im Griff hat, dreht man das auf und lässt einfach hier nachlaufen. Das geht auch. Und jetzt kommt es eigentlich hier schon raus, ne? Mhm. Und wenn da nur noch saubere Bruttel kommt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das gut ist. Ja. Weil so mit den Luftblasen sehen und so, das funktioniert irgendwie nicht so. Weil halt immer da. Ja, man hat halt keine Vollfüllung neben dem Schlauch, ne? Naja. Also man muss da so ein bisschen drauf vertrauen. Ich denke mal, so reicht das auch vom Füllstand. Das ist okay, ne? Mhm. Das ist jetzt so zwischendrin, aber die steht jetzt schief. Hast du zu? Ist zu, ja. Dann wieder mit Fingerspitzengefühl. Das Deckelchen draufsetzen. Man sieht jetzt, wie hochkonzentriert ich bei der Sache bin. Hast du da nicht vielleicht was gerade verkehrt gemacht? Was denn? Wo denn? Dieses, ich weiß jetzt nicht, wie das hier bei dem aufgebaut ist, das Gummi. Da ist mit der zu hier. Ja. Nee, das gehört so. Also es gibt gerade vorne bei den Bremspumpen diese Gummis, das ist wie so ein Balk aufgebaut. Mhm. Und wenn der halt jetzt so wäre wie der, muss man den quasi erst wieder zusammendrücken, damit er halt ganz oben ist, weil ansonsten passt das halt nicht.
Stand nicht. Schon schön, wenn ich das jetzt doch wieder zusammenschrauben könnte. Damit ich jetzt hier nicht als das Ding in der Hand haben muss. Ja. Das wollte ich gerade noch was erklären. Ja, du kannst ja erklären, aber du musst ja dann nicht mit dem Ding eine Viertelstunde vor der Kamera rumwählen. Natürlich. Nee. Doch. Ich hoffe ja alles noch darauf, dass es anfängt zu regnen. Ja, wie man sieht, haben wir ein sehr kollegiales Verhältnis hier auch. Wir gönnen uns untereinander auch natürlich unheimlich viel. So, ja, im Prinzip war's das. Mhm. Gut, du müsstest vielleicht dann nochmal die Sappe von der Felge und vom Reifen machen. Ja, also da ist immer wichtig, dass man dann auch möglichst Bremsenreiniger nimmt. Und auch die Bremsflüssigkeit eigentlich nicht so lange einwirken lassen sollte. Naja, auf unlackierten Flächen geht's. Auf Lack ist das tödlich. Also früher, zu Zeiten, wo ich noch mit Modellbauautos Rennen gefahren bin, haben wir das Zeug benutzt als Reifenhaftmittel. Okay. Weil das nämlich das Gummi weich macht. Ja, das stimmt. Also ist übrigens auch ein sehr gutes Gummipflegemittel. Ja. Da sieht der Reifen dann wieder aus wie neu. Ich werde das gleich so machen, dass ich das Gerät mal einmal durch den Acker jagt, dann ist da nichts mehr dran. Oder mal so einen gepflegten Burnout hinlegst, genau. Damit es das alles ein bisschen gibt. Ne? Dann machen wir gleich beim Kersten vor der Tür. Ja, ist klar. Würde ich eigentlich eh mal machen. Denk an deine Bremsscheibe, genau. Ja. So, das lassen wir dann einfach ein bisschen abdünsten erstmal. Das war es jetzt mal an der Stelle zum Thema Bremsschlauch hinten wechseln an der KLX. Andere Videos, wie gesagt, gibt es bei uns auf dem Kanal. Gibt es eine eigene Playlist von jedem Motorrad, auch von der Dominator und sowas. Schaut einfach mal rein. Wenn ihr irgendwas vermisst, dann schreibt uns. Bis dann. Ciao. Du Arschloch! Kerstin. Okay, ich hab jetzt nicht damit. Kann ich mir mal deine Regenhose leihen? Hast du die denn noch? Nee, die habe ich dir wieder zurückgebracht. Scheiße, wo hab ich die denn? Ja. Das ist nicht nur Wasser. Würde ich sagen. Gewittrig, gell? So vom. Na wohl, nee, im Moment mal nicht, aber. Naja. Noch ein bisschen Zeit.